Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Dieser Vers aus der Apostelgeschichte im 5. Kapitel steht als Spruch über den Monat Juni. Immer wieder hat dieser Satz dazu geführt, dass Christinnen und Christen sich nicht mundtot machen ließen. Sie haben ihre Stimme erhoben gegen Ungerechtigkeit, gegen menschenverachtende Lebensbedingungen, gegen politische Regime. Manche haben dabei ihr Leben verloren, weil sie das nicht aufgeben wollten. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Auch heute sollten und müssen wir uns immer wieder fragen und fragen lassen, was will Gott? Und wie wichtig ist das dann, was Gott will? So leicht der Vers aus der Apostelgeschichte zu sein scheint, so schwierig ist er auch. Denn eine einfache Antwort gibt es nicht. Was Gott will, ist möglicherweise gar nicht so leicht zu erkennen. Und wenn es dann auszumachen ist, könnte es gar nicht leicht sein, sich zu diesem Willen Gottes zu bekennen. Vor allem dann, wenn er nicht dem Zeitgeist entspricht. Dann ist es verlockend, sich mit diesem Willen Gottes lieber nicht zu outen und sich belächeln oder gar verlachen zu lassen. Und manchmal gibt es auf die drängenden Fragen und Probleme einer immer komplizierter werdenden Realität gar keine so einfachen und eindeutigen Antworten. Dann heißt es, Gott darum zu bitten, dass man möglichst nah dran ist an seinem Willen. Jesus selbst hat dies getan, gerade nach dem letzten Abendmahl mit seinen Jüngern, von dem hier das Altarbild in der Gorsdorfer Kirche erzählt. Im Garten Gethsemane hat er mit sich und seinem Gott gerungen, damit Gottes Wille geschehe. Und weil Gottes Wille dann geschehen ist, kann der Altar in einem zweiten Bild von der Auferstehung erzählen. Mit Jesus Christus, der den Willen Gottes über seinen eigenen Willen gestellt hat, hat die Welt Zukunft. Wir sehen auf dem zweiten Bild ein geöffnetes leeres Grab und die Frauen ziemlich weit weg. Sie kommen zum leeren Grab und erfahren, es gibt eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. In der Botschaft dieser zwei Altarbilder des Wittenberger Malers Johann Amberger aus dem 17. Jahrhundert spiegelt sich der Wille Gottes für uns Menschen wider. Die christliche Hoffnung gründet sich auf Jesus von Nazareth, auf seine Worte, seine Lehre, sein Leben. Und christliches Leben erschließt sich immer wieder aus der Kraft der Auferstehung, der Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.